Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge. Wie versprochen, habe ich ein Schaf gemacht und schon mal einen neuen Endertank hergestellt. Ihr seht, hier hat man noch einen. Und einfach, weil es Spaß macht, werden wir uns ein bisschen Lava holen. Ich glaube, ich werde die dann doch lieber da in die Ecke reinpumpen. Ich hoffe, dass er das automatisch in den Tank abgibt, wenn ich das auf Ausgabe gehe. Das ist das Rote oben. Und ich habe ihn mal pink, pink, pink gemacht. Ich hoffe, das nimmt kein anderer. Und wir haben ja die Pumpe. Wo ist sie? Da. Pumpe und Redstone-Dings. Mehr sollten wir nicht benötigen. Achso, eins benötigen wir noch, falls wir Probleme kriegen. Ein bisschen Dirt zum Bauen. Mehr sollten wir echt nicht benötigen. Die Schafe sind oben, die zeige ich euch vielleicht später oder irgendwann mal, keine Ahnung. Pinken Farbstoff habe ich noch im Inventar. Ja, ich mache mal auch das hier ins Inventar rein, so. Ins Lagersystem. So rum. Gut, noch ein Strahlwickel. Komm her. Und jetzt kommt wieder ein kleiner Zombie angerannt, dann drehe ich durch. Perfekt. So. Wir holen natürlich unseren Fliegibus raus. Oh, ich habe was vergessen. Bevor wir losdüsen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Dimensionsanker hier habe. Weil ich glaube, die Endertanks, die sind nicht so ausgelegt. Ach, schon wieder schlafen. Dass sie auf den Schank laden, in dem sie stehen. Das heißt, wenn wir jetzt da was reinpumpen. Wenn wir da rumlaufen, wird natürlich hier das nicht geladen und dann wäre das doof, aber ich glaube, ich habe mich unten stehen lassen. Da müsste ich ihn dann mal hier rumbauen. Er hat keine Baumfarm, aber will sich einen Atomreaktor bauen. Ja, so ist das. Ja, ich habe eine Turtle und werde ihn nicht mehr benutzen. Also zum Obsidian abbauen, das habe ich bei Paragon gesehen. Das scheint ja super zu gehen. Das könnte man machen. Oder ich benutze diese Hacke hier. Baut ja auch drei gleichzeitig ab dann. Sollte auch gut funktionieren. Mal gucken. Aber zum Erzefarmen ist das mit dem Server leider nicht, wenn er ab und zu abstürzt. Und außerdem, manchmal vergesse ich auch einfach, dass er da rumfarmt und hau ab und. Deswegen machen wir das so. Wir nehmen Charcoal dafür. Oh, da haben wir schon wieder 700. Das heißt, ich kann mir bald wieder Dings machen. Achso, F9 war das. Die Chunk-Grenze. Und ist auf jeden Fall in dem Chunk mit drin. Was soll's. Lass mal auf 1-1. Wie viele Minuten? Eine Stunde. Oh, das reicht definitiv. Wenn wir nicht mehr wollen, dann können wir es ja ausmachen. Bom, bom, bom. So, machen die Punkte noch an. Nee, jetzt ist es aus. So, jetzt können wir losfliegen. Wir suchen uns einfach irgendwo in der Oberwelt Lava. Ich weiß auch schon ungefähr, wo welche war. Das war hier hinten. Da hatte ich schon mal für die Thermalinie was geholt. Wenn nicht irgendein Panda das weggeklaut hat. Wie auch das Öl. Was da so schön sprudelte. Dann sollte es noch da sein. Da ist es. So. Da das Lava ist, sind wir mal lieber vorsichtig. Bau das mal einfach mittendrin irgendwo hin. Pumpe. Ah, ich habe euch, was ich vergessen habe. Ein Schalter. Sollte ich auch tiefer setzen, ne? Direkt auf den Eingang. Aber wir müssen eh zurück. Sorry, Leute. Aber ist zum Glück nicht so weit. 200 Meter. Mit dem, in so einem coolen Staraptor. Da geht das schon. Das Staraptor, das erinnert mich immer an Velociraptor. Da, geht euch das an. Der hat uns alles geklaut, die ganze, und sogar den Sand hat er mitgenommen. Und zum Schluss sogar noch einen Keks geklaut. Ich glaube, ich muss hier doch mal so diese anderen Arkaientüren reinbauen. Dann kommt hier keiner mehr rein. So.
Wir brauchen Schalter. Zwei Stück mindestens. Oh, wir haben sogar drei. Brauchen wir nur zwei. Danke. Ja, jetzt können wir das in das Hand flitzen, weil wir ja mit einer leeren Hand unseren Staraptor anklicken müssen. Komm her. Und wieder zurück. Aber wie gesagt, zum Glück ist es ja nicht so weit. Dann geht das ja noch, wenn man was vergisst. Ist ja auch nur ein Test. Die richtige Lava, die müssen wir uns dann aus dem Nether besorgen. Was noch einmal spannender wird. Wobei ich da nicht weiß, wie ich das dann nachher machen soll. Ich glaube, da muss ich den Chunk Loader im Nether aufstellen. Weil hier wird er ja nicht viel bringen. Okay. Mensch, geht ein. Ach, Gott sei Dank. Machen wir das einfach dahin. Das muss ab. So. So. Jetzt müssen wir irgendwie an die anderen Seiten kommen. So. Oh Gott, ich will bloß nicht in die Lava fallen, ey. Okay, der Stein, der bildet sich, glaube ich, trotzdem. Aber es wäre trotzdem eine unangenehme Erfahrung. So. Brauchen wir die Schalter. Bom und Bom. So, der kommt oben drauf. Und dann müssen wir es nur noch einschalten. Bom, die dum, die dum. Und dann gehen wir in Sicherheit und gucken von Weitem zu. Es bewegt sich. Yay. Und da füllt sich der Endertank. Das ist schon mal super. Das verschwindet auch sofort. Das heißt, es funktioniert. Denn das geht dann in den anderen Tank gleich über. Und so können wir dann ein bisschen Öl sammeln. Ja, Öl sei schon Lava. Öl natürlich später auch. Denn Öl werden wir brauchen für unsere Quarry. Aber bevor wir die Quarry bauen, hat eben die Energieversorgung doch Vorrang. Es ist nur, wie gesagt, die Frage, wie wir das dann anstellen. Wenn wir das im Nether aufbauen, dann müssen wir dann jede Stunde in den Nether laufen. Damit das dann da auch geladen ist. Dann ist die Frage, wenn ich nur einen Chunk lade, dann ist ja irgendwann die Lava leer. Ah, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich so machen soll mit dem. Das wäre erstmal eine gute Alternative. Oder wir vergrößern noch die Baumfarmen, noch mehr Bäume. Oder zumindest ein Golem, der mehr Bäume erschafft. Wäre auch eine Alternative. Aber wir gucken erstmal hier, wie gut das weggesaugt wird. Ihr seht schon, das Feld der Lava wird immer kleiner. Da hinten fließt schon und hier hat es angefangen zu fließen. Ich könnte mich natürlich auch da in den Nether stellen und dabei AFK rumstehen. Wäre eine andere Alternative. Und dann erstmal, weiß ich nicht, einen 50 Millionen Kubikkilometer Tank voll tanken lassen. Und das immer, wenn wir Energie brauchen. Aber das wird eh nur eine Überleitung sein, bis wir dann auch mal irgendwann ein Atomkraftwerk uns bauen. Ja, die Maschinen wirbeln schön und das leert sich immer mehr. Das heißt, bald ist hier alles weg. Wir haben Lava im Tank. Das ist schon mal auch nicht schlecht. Blub, blub, blub. Je schneller die Engine natürlich arbeiten, desto mehr Energie hat auch unsere Pumpe.
desto schneller arbeitet auch die Pumpe. Ihr seht maximal 1000 RF. Aber schneller als so werden diese Redstone Engines auch nicht, aber kostenlose Energie. Was soll's, ne? Theoretisch könnten wir auch die benutzen, um unser Lagersystem anzutreiben, aber die Energie wird nicht reichen. Und unser Tank ist voll, wie es aussieht. Das heißt, wir müssten den nachher aufstocken. Hier wird jetzt nicht mal weiter gepumpt und ich kann die Pumpe nicht abbauen. Ist der Tank doch noch ein bisschen zu klein gewesen. Aber ist immer gut, dass wir so ein Gefühl kriegen dafür, wie viel wir da nachher wirklich brauchen. Ich weiß auch nicht, wie viel der Geothermalgenerator nachher verbrennt. Das müssen wir dann auch noch rausfinden. Dum-di-dum-di-dum. So. Ich hoffe, wir können die Buildcraft Pipes an den Tank hier anbauen. Ich habe ja da einen Platz zwischen, dann machen wir einfach erstmal einen Doppeltank daraus. Wobei ich baue den auch nochmal ab. Ist egal. So. So. Ihr seht, der leert sich. Und dann können wir wieder zum anderen. Damit das dann weiter leer wird. Dum-di-dum, di-dum. Da hinten war es. Dort. Sollte er jetzt schon weiter pumpen, weil wir jetzt wieder hier sind. Na, die Engines stehen. Weil wir kurz weg waren. Okay, müssen wir sie kurz abkühlen lassen. Wieder anmachen. Ich hoffe, jetzt geht's. Ist das jetzt ein Bug oder ist das gewollt? Dass sie da nicht mehr funktionieren. Wäre komisch. Aber die gehen nicht mehr an. Was für ein Kack ist das denn? Die Pumpe leuchtet rot, weil die keine... Ach, die Pumpe hat... Hä? Die Pumpe hat angeblich volle Energie. Kann sie nicht mehr pumpen. Ist da unter dem Rüssel nichts mehr? Ah, der Rüssel ist auf... Nix. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn wir die einfach reinlaufen lassen. Ja, ich glaube, wir brauchen einen vollen Block. Ja, sie brauchen einen vollen Block. Na gut, dann können wir das hier nicht mehr einsammeln. Was? Und plötzlich dreht sich wieder was. Muss ich das verstehen? Jetzt doch angefangen zu saugen. Oh, da will jemand schlafen. Ja, dann könnt ihr jetzt mal sehen, wie der Schlaf da funktioniert. Hoffentlich greift uns nichts an, während wir den ausprobieren. Man packt ihn einfach da rein. Want to sleep on that? Okay, wir brauchen ein bisschen ebeneren Dings. Jetzt geht's. Wir ziehen einfach an. Hier sieht man Animation. Und dann geht's los. Das war's. So funktioniert der Schlafsack. Super, ne? So. Ah, er hat's echt weggesaugt. Okay. Man braucht keine ganzen Blöcke. Reicht doch, wenn er so Kontakt damit hat. Ja, er saugt's weg. Perfekt. Brauchen wir das Ding nicht umsetzen und kriegen doch noch die Lava hier weg. Sehr schön.
Haben wir einen kleinen Lava-Vorrat, falls wir mal irgendwo viel Lava brauchen. Haben wir schon mal was im Keller. Ja, das will er nicht wegsaugen. Ach doch. Jetzt macht das. Brav. So mag ich das. So, können wir die Dinge abbauen. Bim, bim. Dich auch. Und natürlich auch den Endertank. Zopp, haben wir alles. Besser geht's doch schon gar nicht mehr. Also, Pumpe ist 1A. So funktioniert das schon mal gut. Das bedeutet, wir müssten aber noch einen Endertank herstellen. Ich weiß nicht, ob wir dafür genug Zutaten haben. Weil ich dann das Gegenstück auf einen Geothermalgenerator pappe. Da ich zwei unterschiedliche Systeme antreiben will damit. Also einmal hier das und einmal dann dort das. Das nicht vom selben gespeist werden soll, müssten wir noch einen Endertank zusätzlich machen. Wenn wir hier noch mehr Generatoren bräuchten, theoretisch, ist das kein Problem. Da können wir dann mit einer Redstone Engine und ein paar Pipes kriegen wir das dann aufgeteilt. Nur hier haben wir natürlich das Problem. Achso, und hier rette ich mal unser Rest Charcoal. Brauche ich dann laufen. Rein damit. Ja, aber soweit funktioniert das schon mal sehr gut. Müssen wir nur im Nether überleben und dahin kommen. Aber ich war ja schon mal im Nether. Und habe Netherquarz gesammelt. Das ging schon ganz gut. Also ich bin nicht gestorben. Die Viecher, die Wisp konnte ich von weitem töten. Fledermäuse waren auch weniger da. Vielleicht hatte ich auch nur Glück. Da war mal Wasser drin, oder? Und habe nur aus Glück belebt. Oh, das Ding ist fast voll. Das ist nur die Frage, wie viel Energie würde dieser Tank geben? Das weiß ich nicht. Da werden wir uns dann noch anders Gedanken machen müssen. Ich glaube, da werde ich hier noch mal ein bisschen rumbuddeln müssen. Um da den Tank aufzustellen, den Geothermalgenerator. Da buddel ich hier einfach mal rum. Einfach buddel ich eigentlich so. Und so haben wir dann die Funktion. So, Platz. So. Noch ein. Hier kommt dann ein riesen Tank hin. Oh, da haben wir sogar Eisen. Der Nachteil ist, dieses Ding, jetzt da könnte ich keine Fackeln, aber das kann man verschmerzen, würde ich sagen. So, was machen wir hier? Ich blick, mach keinen extra Tank, ich mache einfach den Geothermalgenerator dahin. Und papp, wie gesagt, das Teil darauf. Dann schließe ich das Ding erstmal. Ja, an welches System gehe ich zuerst? Das läuft ja erstmal soweit, ich glaube. Dann schließe ich das. Ich kann mich nicht entscheiden. Doch, ich schließe es zuerst ans AE-Netzwerk an. Dann haben wir mehr Kohle nachher und dann kann ich mir immer AFK Terra-Steel machen. Weil wir wollen uns ja die Rüstung erstellen. Okay. Geo. Dich brauchen wir. Dann kommst du einmal her. Was passiert, wenn ich dich umdrehe? Ah, nee, okay. Akzeptiert es nicht aus dem Tank. Ist aber okay. Musst du nicht, Freundchen. So. Den machen wir weg. Ich mir ein bisschen mehr Platz gemacht, gleich ist es auch gut. So. Da kommt einer unserer pinken Freunde oben drauf. Steht auf Ausgabe. Dann sollte dort das Zeug reinkommen. Und das Teil antreiben. Was wir dann brauchen, was ich jetzt noch nicht geholt habe.
ist der Energieakzeptor. Energie. Da ist er. Den müssen wir natürlich noch anpappen. Stellen wir einfach so plump daneben. Sollte ausreichen. Ach ja. Und Kabel brauchen wir natürlich auch. Damit der ans System kommt. Hier werde ich wahrscheinlich noch irgendwie noch irgendwann eine größere Energiezelle bauen müssen. Cable. Nehmen wir einfach das, ist egal. Das verbindet sich auch mit dem roten. Oder Magenta oder was auch immer. Ach, gehen wir so hin. So, das Teil ist jetzt dran. Und sollte dann Energie ins System pumpen. Das müssen wir dann nachher natürlich gleich testen. Aber erst müssen wir natürlich die Pumpe aufbauen. Ach ja, deswegen wollte ich einen Puffer schaffen, weil der ja natürlich nur eine Stunde arbeitet. Dann müsste ich immer den Nähter rennen und das wieder anmachen. Dann können wir das doch nicht so aufbauen. Dann brauche ich hier noch einen Tank. Das Problem ist, wir machen uns dann echt abhängig von der Lava nachher. Aber egal. Erstmal. Aber andererseits. Dann kann ich den doch in den Nähter nehmen. Weil erstmal ist wichtig, dass dann ein Vorrat an Lava rankommt. Wenn dieser erstmal da ist, sollte das egal sein, wie viel. Nein! Nein! Natürlich nichts zum Bauen, ey. Oder, ach doch, ich habe die Erde dabei. Nein, geh weg. Ein Glück ist hier noch ein Aufstieg. Das muss so. So. Dann machen wir da auch mal dicht. Ich wollte ja nur Platz schaffen, damit ich den Tank dann da reinbauen kann. Da muss ich wahrscheinlich sehr groß bauen. Weil ich sehr, sehr viel Lava sichern will. So, einfach nur, damit ich hier den Scheiß aufsammeln kann. Das heißt aber, wir müssen erstmal gucken, wie viel Tank wir herstellen können. Tank, ja, ist logisch. Wir können auch den herstellen. Weiß ich nicht, welcher besser ist. Der oder der andere? Tank 16. Fast genauso viel wie der. Nimmt auch genauso viel Platz weg. Ich glaube, den kann man nicht nebeneinander verbinden. Dann nehmen wir den anderen. Gut. Was wir aber vorher noch testen müssen ist, ob die Pipe sich damit verbindet. Vor allem die Wooden, damit wir da was rauspumpen können. Wo ist sie denn? Da. Wooden Fluid Pipe. Haben wir nix. Wo war sie denn jetzt? Wooden Transport Pipe? Eine müssen wir zuerst mal. Also können wir ruhig einmal so. Da ist die Wooden Fluid Pipe. Uns fehlt das andere Zeug. Das hier. Haben wir. Machen wir alles, was wir haben. So. Dann kann ich die auch gleich nebeneinander nehmen. Erstmal brauchen wir nur eine. Wir sehen, ob die connected. Ja, sie connected. Das heißt, das sollte funktionieren, dass sie da auch aussaugt. Natürlich noch testen, aber. Doch, ich teste es mal. Wir bauen einfach hier einen Tank hin. Du kommst mal kurz weg. Wooden Pipe daran. Engine drauf. Schalter sollte ich auch noch dabei haben. Und an.
Läuft. Perfekt. So können wir es machen. Machen wir mal kurz aus. Abbauen. Pumpen wir gleich wieder andersrum raus. Geht das nicht andersrum? Da verbindet sich immer damit zuerst. Ach, scheiß drauf. Aber der behält ja das Zeug dann dran. Kacke. Dinge, die man nicht beachtet. So, sieht's jetzt halt so aus. Also gut, den Tank können wir benutzen. Mehr wollte ich ja gar nicht wissen. So, Recipe. Recipe. 64 Stück, na gut. Und nochmal Recipe. Warte. Mehr können wir nicht. 28. Ist aber unvorstellbar viel schon, glaube ich. Dann füllen wir hier mal den Grund damit auf. Dann müssen wir gleich nochmal ein bisschen buddeln. Ach, schon wieder schlafen. Sekunde, wäre der Dark Ramsey. Wie viel Zeit nehmen wir auf? 26 an, das ist bald schon wieder vorbei. Gott, ich wollte das noch in dieser Folge schaffen eigentlich. Scheiß Quarry. Warum ist der denn scheiße? Schaff ich's? Nein! Egal, dann fragen wir mal anders. Oder doch, wir fragen jetzt. Habt ihr wenigstens noch was zum Lachen oder so? Oder was zum Lesen? Zum Lachen ja nicht. Außer ihr seid schadenfroh, so wie ich. Dann habt ihr was zum Lachen. Einen haben wir noch über. Passt das genau rein? Nein. Aber ist egal. Wir müssen dann noch... ein bisschen Platz schaffen. Ja, so. So. Noch einen kleinen Abstieg. Weil wir müssen ja noch die Pipe dann hier ranlegen, damit die das da reinpümpeln tut. Tut und tut. So. Das heißt, wir müssen... ah, okay. Kann man nicht. Wusste ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Werde ich mich erst mit beschäftigen, wenn wir eine Quarry bauen. Gehst du mal weg da. Ah, mein. Ach, wenn man kein Öl oder Benzin hat. Ich dachte schon. Na okay, das wusste ich. So. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Also die Pumpe braucht ja keine Pipes. Aber wir machen erstmal das System hier fertig, bevor wir uns in den Nether begeben und sterben. Wahrscheinlich. Wir brauchen Pipes. Die anderen noch. Pipes soll ich mehr zu reinschreiben. Das Zeug werden wir wahrscheinlich brauchen. Wooden will ich dann nicht nur nehmen. Sondern wir nehmen... Wooden ist immer zum Rauspumpen. Der Rest ist für den Transport. Obwohl ich nicht weiß, welches jetzt besser ist für... ach hier, 20 MB pro Tick, 10 MB pro Tick. 40 MB pro Tick. Iron. 40. 80. Brauchen wir so viel? Wird die hergestellt? Wir machen mal die goldenen. Wir haben natürlich kein... kein Glas. Ach ja, da haben wir noch welches. Immer das Glasproblem. 16 stellen wir erstmal her. Wieder ins System. Wieder Pipe. Golden Fluid.
11 können wir herstellen, gut. Machen wir das doch dann erst einmal. Ich hoffe, das ist dem Generator egal. Wir machen mal oben. Nee, der verbindet sich dann dahin. Machen wir seitlich. Bumpti-dumpti-dumm. Dumpti-dumm. Das ist natürlich jetzt mein Aufstieg weg. Egal. Machen wir es zu Ende hier. Kürzester Weg. So, dann kommt da die Wooden ran. Verbindet sich dann damit und dann fließt die Lava da oben durch. Machen wir noch die Redstone Engine. Da müssen wir gleich noch eine herstellen. Bling. Bling. Machen wir schon mal an. Dann läuft das Ding. Auch wenn es nichts pumpt gerade, weil da nichts drin ist. Ist aber egal. Ich bin gespannt, wie das nachher läuft. Auch im Dauerbetrieb nachher. Ob wir da immer genug Lava haben werden. Ich habe da so meine Zweifel, aber ich will es einfach mal testen. So. Schnubbelidubbelidu, wir brauchen noch eine Redstone Engine. Da. Ja. Perfekt. Die Fluid-Dings können weg. Das können weg, das würde ich gern leer machen. Warum bist du überhaupt da? Weißt du was? Weißt du, was wir machen mit dir? Bom. Allen dann unten drin. Dann könnt ihr auch gleich mal sehen, das funktioniert. Ja, es funktioniert. Energie wird produziert. Der Buffer füllt sich allerdings. Er stort die Energie, wie es aussieht. Aber er verliert auch Energie. Ist die Frage, geht die Energie jetzt ins System? Ich habe da leider nichts zum Gucken. Wir müssen uns mal ein Network-Tool dann nachher herstellen. Aber erst, wir können ja den Hardcore-Test nachher machen, den wir alles ausschalten, dann sehen wir, ob die Energie landet oder nicht. So. Die Engines haben wir. Das haben wir. Den haben wir. Kohle fehlt noch. Damit wir nicht darum stehen müssen. Nehmen wir wieder Charcoal. Wir laden wieder einen Chunk. Und dann gehen wir in den Nether. Mal gucken, ob wir sterben. Ich habe Angst. 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 Ich höre schon Viecher. So, Lava ist hier zwar überall, aber wir brauchen einen Lavasee. Dum di dum di dum. Ui. Yeah, das ist alles kein Lavasee. Verdammt. Habe ich den zweiten Ender hier. Lustigerweise sogar alle zwei dabei. Einen müsste ich dann dran hinstellen. Aber das ist egal. Gott. Ich habe so Angst, hier rumzulaufen. Da unten. Ah, wie kommen wir jetzt dahin? Da unten ist nix. Kann mich da runterbuddeln? Hier könnte man runter. Au. Ich buddel mal vorsichtshalber. Ob wir auch eine Fluchtmöglichkeit haben. Aber es ist erstaunlich ruhig. Warum habe ich eigentlich einen Geothermalgenerator damit? Egal. Keine Fragen stellen, weitermachen. Aber ungern in Lava reinfallen. Ja, das geht, das geht, das geht. Das war nur so ein kleiner, wo sind die unendlichen Lavaseen hin, die ich suche. Aber ist wurscht. Hier haben wir erstmal. So. Nein!
Wo ist der? Da hinten. Oh Gott. Der hat mich beinahe reingeschubst. Drecksiech. Dann trifft man auch die Entfernung nicht mit dem Schwert. Weil man nie weiß, wann es losschießt und wohin. Alter, der hat mich fast reingeschubst. Das sind doch Drecksviecher, sind das doch. Da kommt auch so eine scheiß Fledermaus angeflogen. Jetzt ist es tot. Na, die Fledermaus ist auch tot. Alter! Noch die ganzen Todespunkte drin. Jetzt die Engine da an. So. So. Gott, ich habe Angst, darauf zu gehen. So Schiss, darauf zu gehen. Runterzufallen. Weil mich ein Viech nicht leiden kann. Oh Gott, schnell weg. Dahin. Dahin. Warte, ich habe nur einen Schalter dabei. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich höre schon wieder was. Wir entfernen uns mal. Kämpfen gleich los. Der ist tot. Schon gesagt, dass ich das Schwert liebe. Es rettet uns wirklich das Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nur ein Schalter, bin ich. Warum? Wo ist eine andere, den ich hatte? Ah, den habe ich da hinten auf die andere Engine gesetzt, natürlich. Scheiße, läuft halt nur halbe Kraft. Los. Pumpe los. Ach, ich bin mich erschrocken. Alter! Ihr scheiß Drecksviecher. Ich seh dich. Oh. Ich will doch noch den Dings hier hinsetzen. Mal schon mal drücken. Wir sehen, wo der Chunk ist. Ah, das geht. Eine Stunde. F9 mal ausmachen, sonst drehe ich durch. Und dann hauen wir ab. Müssen wir gleich nochmal hierher rennen. Aber erstmal gucken wir dann drüben, ob das klappt, wie ich mir das denke, oder ob das nicht klappt. Dim, 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 das ist ja mit online gekommen. Egal. Boah, da oben hin müssen wir jetzt. Bullen uns hier mal schräge hoch. Da. Da kommt genau Lava, ey. Ich hasse es. Gehen wir doch ausnahmen. Kann die Lava da rumfließen? Mir ist egal. Ich hoffe, hier kommt keiner. Alter. Also hier zurechtzug finden ist echt nicht einfach. Da ist das Portal. Bei den Viechern sich auch nicht durch, wann sie angreifen, wann sie nicht angreifen. Na, guck mal, wir waren genau im Portal mal gestorben. Weiß ich schon gar nicht mehr. Was zum Teufel war das? Habe ich mich gerade erschrocken. Fallen wir gerade mal durch die halbe Welt, ja warum nicht? Boah, ey. Also, Neta ist echt so ein Abenteuer für sich. So, gucken wir mal.
Okay, da gibt es nicht nach unten ab. Doch, jetzt. Er gibt's ab. Gut. Okay. Das läuft erstmal. Und wir bauen mal die Dinge ab. Dann wir sehen, ob wir Energie kriegen oder nicht. Der Geothermal läuft. Wir gucken uns mal die Dense-Energiezelle an. Also es scheint Energie reinzukommen. Der Tank ist bloß leer. Ja gut, ist auch kein Wunder, er läuft dann auf halber Kraft im Moment. Also das, was an Energie reinkommt. Aber schon ein so ein Geothermalgenerator scheint zu reichen. Dass wir erstmal genug Energie haben. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, laufen wir wieder zurück. Würde mich ja gerne da unten irgendwie hinbauen, dass wir leichter da hinkommen, aber habt ihr gesehen, das ist fast unmöglich. Das packen wir alles erstmal wieder weg. Den anderen werde ich dann offscreen irgendwann anschließen. Ach halt. Den Dirt will ich vorsichtshalber behalten. Dann holen wir uns noch den zweiten Lever. So. Dann müssen wir wieder in den Nether. Ich speichere mal kurz die drei Level noch. Und dann gehen wir nochmal in den Nether. Dün. Auf dass wir wieder sterben. Ja, Greek schon. Sagt schon gut bye. Oh, geht schon gut los. Ah! Gott. Gott. Hilfe. So, wo waren wir runtergelaufen? Da. Hier irgendwo war das doch. Genau. Hier runter. Da ist inzwischen die Lava hingelaufen. Auch schön. Jetzt mal ein bisschen. Baust du mal hin? Da zieh dich doch gar nicht hin. In die Fresse. Ich kann es auch einfacher machen. Die hier abklemmen. Dann fließt das da schon mal nicht mehr so lang, wie wir hier langlaufen müssen. Schwert wieder rausholen. Dann gehen wir langsam zu unserem guten Freund, dem Wisp. Oh Gott sei Dank. Oh, die Viecher. Dieser Viecher. Und dann auch noch die Fledermäuse. Alter, ich will doch nur einen einzigen Schalter setzen. Von wo? Ey, denkst du, ich sehe. Ach. Wenn man die mal sehen würde. Alter, leck mich doch am Arsch. Meine Fresse. Gott, wir müssen uns erst erholen. Diese Scheißviecher, ey. Jetzt wisst ihr, warum ich so hart an der Terrastil-Rüstung arbeite. Anders können wir hier echt nicht überleben in dem Scheiß-Nether. Aber wenn wir hier rumstehen und ihr mir dabei zuseht. Remove. 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 Brauchen wir nicht dauernd die Death-Points hier sehen. Gott, ey. Guckt dir das an. Das hat echt hier vor unserem Haustür gewartet. Das scheiß Vieh. Wo ist es? Meine Fresse, ey, die warten echt hier vor der Haustür, damit sie ihn töten können.
Na, den werde ich nicht treffen. Gucken wir mal, ob wir den Schalter jetzt setzen können. Ja. Sammeln natürlich noch die Essenzen hier ein. So, läuft's? Ja. Du auch? Ja. Ah, dann gucken wir, ob wir den Nachhauseweg überleben. Oder ob wir da auch sterben. Gott, ey. Was sind das alles für schreckliche Viecher? Wieso läuft da immer noch Lava raus? Egal. Weg hier. Ganz schnell wieder weg. Aber wenn ich mir das vorstelle, jedes Mal, wenn ich Energie brauche, muss ich dann hier reinrennen. Ja, das kann ich aber sehen. Aber ganz schnell raus da. Bum, bum, bum. Achso, da könnt ihr mal die Schafe noch angucken. Nicht gleich hier. Sind sie nicht süß? Ein schwarzes und ein weißes. So, muss ich hier wieder reinlaufen. Gut, dann gucken wir nochmal, ob der Tank sich jetzt weiter füllt oder nicht. Weil er gleichzeitig abgepumpt und verbraucht wird. Na, der füllt sich auf jeden Fall. Wird sogar voll. Also der produziert ganz schön viel. Ja. Alles ein bisschen verquer gebaut hier hinter. Und die ist komplett voll. Also das sieht gut aus. So von Energieproduktion her ist es schon nicht schlecht. Aber der Tank ist noch immer empty. Obwohl, ich muss auch unten hingucken, ne? Oh, der füllt sich. Oh, aber wie? Also gut, doch. Scheint gut zu funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt ein funktionierendes Energiesystem erstmal. Das wir mit unserem Leben bezahlen. Aber soweit, so gut. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt die Folge.